Hallo Leute, heute zeige ich euch einen Mod für die Minecraft-Version 1.2.4, Dynamic Lights. So, mit Dynamic Lights könnt ihr dann, wenn ihr Fackeln in der Hand haltet oder Lava-Eimer, Glowstone, also die Glowstone-Sache zerstreckst du auch immer, einfach dann in der Hand haben oder so wie hier auf dem Baumleibe macht das automatisch Licht. So, ihr klickt auf den Link wie immer. Dann downloadet ihr es. Wo ist es? Da oder da? Moment. Da. Und ihr braucht noch der MC-Patcher, neueste. So. Ich habe schon gedownloadet, das brauche ich nicht. Dann machen wir Prozent ab. Data. Prozent. Dann der Punkt Minecraft-Ordner. Und dann. Das kann ich mal gerade nochmal machen. Ach, stimmt, das ist ja so. Egal. Ja, bei mir funktioniert. Adi, Fly oder wieder Dings haben wir immer heiß, nicht. Ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. So, Adi, Fly. Scheint zwar Werbungsblocker drin, aber dort dran hängt es auch nicht. Wenn jemand weiß, warum, kann er mich mal anschreiben auf YouTube. Ja, also dann müssen halt die ganze Sache, also es sind zwei Sachen, die müssen einfach hier reinziehen. Einfach in den Punkt Minecraft Ordner, dann Texture, also und dann den MC Patch öffnen. Schaut sich halt überall dran. Ja. Dann du da die, wie heißt's, analysiere die Minecraft-Punkte. So, und dann haben wir hier sowas. Dann müssen da Dynamic Lights anklicken und nicht die Optifine-Version. Nämlich das funktioniert nicht richtig. Dann klicken wir auf Patch und dann wird's gepatcht. Mache ich jetzt nicht. Ich muss meine Mods neu installieren. Ja. Und der MC Patcher erkennt das direkt, dass hier Mod noch drin ist. Von daher ist das recht gut. Und dann sehen wir uns jetzt auch gleich schon in Game. So Leute, da bin ich auch schon. So, jetzt könnt ihr, wenn ihr L drückt, Licht an- oder ausschalten, so wie es auf der Internetseite steht. So, wenn man die Fackel so in der Hand hat, kommt Licht. Schmeißt mal sie weg, ist das Licht immer noch da. So, aufgesammelt. Rivers, ich hab mal, haben wir gleich Probleme, so. Irgendwie, wenn man hier die Fackel in den Bereich oder irgendetwas macht, fängt das Licht einfach an. Also machen wir mal so. So, Glowstone macht dasselbe. Redstone Fackel, ach. Löschpulver vom Glowstone. Ach. Und natürlich auch noch die Lava-Eimer. Die machen alle Licht. Das Lava-Eimer. Redstone-Fackel, Glowstone. Ne, Redstone-Fackel, Glowstone und Löschpulver. Also von Glowstone. Jetzt kann man noch Fackel hinzuschmeißen. Boah, das hat man schon ein gutes Sternenbild, wenn man so macht. So, und wenn ihr, wenn andere Leute mit einer Fackel oder so in der Hand rumlaufen, sind ja auch die ganze Schatten von denen, was die alles machen. Jetzt kann ich euch mal noch was zeigen. Geh mal ein bisschen ohne. Das DEV3 schon. Und das Texture Pack, das ich benutze, das ist mein eigenes Gameplugs V5. Download Link in der Beschreibung. Und von meinem Kanal auch verlinkt. So. So, und da haben wir schon Licht. Ist schon ganz schön hell. Ja. Und da wird vermutlich hier benutze und Moment. So, und ich benutze auch noch gerade Fly Mode. Von daher kann man auch da oben sehen, dass die Koordinate da, Nordwest und so alles. Ach, und auf Server funktioniert das nämlich auch, weil ich nämlich gerade auf einem Server bin. Und wenn ihr gemerkt habt, kann man jetzt auch noch, hi, wenn man dann Pfeiltasten oben. Kann man selber Nummer und editiere direkt schon von Minecraft aus.
Oder machen wir http://www.youtube.com/gp. Wenn wir dazu entgehen. So, und dann hier drauf drücke, kann man entweder auf die Seite gehen, kopiere oder nein. Machen wir jetzt mal nein. Das ist eigentlich recht praktisch und man kann direkt noch Sachen mit strgv und so rein kopieren. Und manchmal der Mod auch ein paar Problemchen. Ja, das war's dann erst einmal von mir und dann ziehen wir uns im nächsten Video von mir und ciao.